Herr Schünemann, Steffen, was ist das für ein Gefühl, jetzt diese Präsentation hier bei der Stadt Köln gemacht zu haben? Erstmal bin ich unheimlich froh, dass das ganze Werk jetzt endlich fertig ist und ich nicht mehr eigentlich traurig warten muss, dass das hoffentlich irgendwann mal gedruckt wird. Jetzt ist es da, vor Weihnachten in zwei Bänden, 1174 Seiten, und ich bin stolz und glücklich und froh und happy und einfach toll. Wie kann man das denn erwerben jetzt? Kaufen kann man das Buch nur bei mir, nicht mit dem Buchhandel, per E-Mail oder per Briefpost, Postkarte genügt. Innerhalb Kölns, wenn ich das schaffe, bringe ich das vorbei. Gern hätte ich das aber, wenn die Käufer das bei mir abholen. Sie müssen ja auch mal in den Buchhandel, um das zu holen. Da kann man vielleicht auch einen Abstecher zu mir machen. Sechzehn Jahre ist es her, als Rüdiger Schünemann Steffen die erste Auflage des Kölner Straßennamenlexikons veröffentlichte. Gestern war es dann soweit und die dritte Auflage wurde im historischen Archiv der Stadt Köln veröffentlicht. 1172 Seiten voll mit Straßennamen aus Köln. Ich freue mich ganz besonders, dass der Herr Schünemann Steffen bei der dritten Auflage seines Kölner Straßennamenlexikons uns gefragt hat, ob wir bereit sind, das hier bei uns in unseren Räumlichkeiten vorzustellen. Und das sind wir natürlich. Das Straßennamenlexikon ist seit jeher unverzichtbarer Bestandteil unserer Präsenzbibliothek, also der Werke, die dauerhaft in unseren beiden Lesesälen einstehen. Es ist also ein ganz kurzweiliger Ritt durch die Kölner Stadtgeschichte, die zeigt, dass die Straßennamen nicht nur der Orientierung dienen, sondern ihnen spannende, amüsante und auch nachdenklich stimmende Geschichten zugrunde liegen. Beispielsweise erfahren wir, dass der Heumarkt, wo wir uns heute aufhalten, dass der in der Franzosenzeit Place de la Bourse genannt wurde. Warum das? Weil Ferdinand Franz Wallraff, als er den Auftrag von den Franzosen erhielt, Plätze umzubenennen, in die französische Sprache zu übersetzen, einfach nach der Kölner Börse benannt hat. Mit dieser Arbeit, die er seit, ja, jetzt sind es schon fast Jahrzehnte, leistet, ist der Schünemann Steffen auch lokalhistorischer Monopolist. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, auch im Namen meines Vorstandskollegen Uwe Eichner, hier im Historischen Archiv der Stadt Köln zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Haben sich in Archiven wie dem, in dem wir heute uns befinden, durch Aktenberge und Notizen gearbeitet, um am Ende dieses Buch zu schaffen, mit seinen heute 5569 Straßen. Ich habe gerade gelernt, es gibt jetzt noch mehr. Warum nun, werden Sie sich fragen, fand das Motto der GRG auf der Titelseite der dritten Auflage. Was hat Kölns größte Vermieterin, mit der man zunächst Häuser und Gebäude assoziiert, damit zu tun? Rund 700 solcher GRG-Straßen gibt es in Köln und Herr Schünemann Steffen hat sich für uns in einem kleinen Lexikon separat zusammengestellt. Ich möchte mich zum Schluss noch einmal ganz herzlich bei Herrn Schünemann Steffen für seine Ideen und für seine Arbeit bedanken. Für mich ist das eigentlich eine Premiere, in diesem Rahmen mein Buch vorzustellen. Die ersten beiden Auflagen wurden im extrem kleinen Kreis vorgestellt und das überwältigt mich, was hier passiert und was hier läuft und was mir hier entgegengebracht wird. Ich will vor Ort recherchieren und gucken, worüber ich schreibe und will das nicht im Internet nachsehen wollen, sondern meine Straßenschilder sind persönlich fotografiert. Ich suche alte Friedhöfe auf, um nach Lebensdaten zu suchen. Wie Frau Dr. Schmidt-Scheier sagt, nicht nur jetzt in Köln, sondern demnächst auch in den Kreisen drumherum. Und einige sind schon fertig oder so gut wie fertig, dass im nächsten Jahr die ersten Auflagen da auch schon erscheinen können. Schünemann Steffen hat also viele alte Unterlagen gesichtet, die wir hier gar nicht vorrätig haben. Insofern kann ich, wenn Bürger Anfragen zu Straßennamen haben oder Ahnenforscher auf der Suche sind nach einer alten Straße zum Beispiel, sehr gut auf dieses Buch zurückgreifen. So wird auch im Laufe des nächsten Jahres Stück für Stück jeweils eine Stadtbezirksausgabe des Kölner Straßennamenlexikons erscheinen, damit die Leute nicht mit dem dicken Buch immer durch die Gegend rennen müssen, sondern ein bisschen regionaler und lokaler da was in der Hand haben
und ich kann schneller auf neue Straßen reagieren, damit nicht die Leser 10 Jahre auf das nächste Werk warten müssen. Und so werde ich, ohne das jetzt irgendwie dumm zu nennen, bis zu meinem Lebensende mit diesen Straßennamen verhaftet sein. Und mir macht es heute nach 25 Jahren genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Buch spricht für sich. Vielen herzlichen Dank.